Das Warten hat ein Ende und das neue One Piece Kapitel 1008 ist endlich erschienen und ich fand es war mal wieder ein ziemlich spannendes und aufschlussreiches gutes Kapitel, deswegen dachte ich mir, wollte ich heute mal wieder meine Meinung zu dem aktuellsten Geschehen in One Piece wiedergeben, deshalb gibt es heute eine Art Review bzw. ein Meinungsvideo zu dem neuen Kapitel 1008 von One Piece. Der Titel von Kapitel 1008 lautet Anführer der Atama-Diebesbande Ashura Doji und auf der Coverpage sehen wir Nico Robin, wo sie auf einem Pferd Flügel erzeugt, welches fliegen will. Es ist mal wieder ein Coverart-Wunsch von einem Fan und da kann man jetzt eigentlich nichts draus herablesen, also keine Theorien bilden oder irgendwelche Hinweise, was es ja sonst auf den Coverpages gibt und deshalb springen wir einfach mal weiter ins Geschehen und das Kapitel fängt nämlich an mit dem Schatzraum und dem vermeintlichen Oden, wo viele ja wirklich dachten, dass es Oden sein könnte, dass es Katharina Devon ist, dass es der Fuchs Gyokimaru ist, eine Zeichnung von Kanjuro und was ich nicht so oft gehört habe, ist, dass es auch Charlotte Brûlé sein könnte. Nämlich sagt Oden hier, er wäre durch Tokis Kräfte in die Zukunft gelangt und dass er dabei helfen will, Kaido zu besiegen und die roten Schwertscheiden haben dabei Tränen in den Augen und man sieht hier Kinemon, der sichtlich erfreut zu sein scheint, Nekomamushi, Kiku, alle sind am Weinen, aber nur Ashura Doji glaubt, dass es sich hier um einen Fake handelt und auch Raizo ist etwas skeptisch, da Oden gestorben ist und er erinnert an Tokis Worte, dass man laut ihr nicht in die Vergangenheit reisen kann. Dort wird die Situation schon etwas klarer und der falsche Oden nährt sich Kinemon mit einer Klinge in der Hand und Ashura Doji sagt Kinemon, dass er aufwachen soll, boxt ihm aus dem Weg und nimmt Odens Klinge, um damit seine Wange aufzuschlitzen. Dabei ist zu erkennen, dass es kein Blut gibt und es wird offenbart, dass es sich wirklich um eine Zeichnung von Kanjuro handelt. Also Leute, Oden ist nicht am Leben, was eigentlich schon ziemlich klar war und es ist eine Zeichnung von Kanjuro, was eigentlich die offensichtlichste Variante war, denn er war ja die ganze Zeit mit Oden, weiß wie er aussieht, konnte ihn zeichnen und wir wissen, dass Kanjuro eigentlich ein guter Zeichner ist. Die Theorie von Katharina Devon war nicht so schlüssig, weil woher soll sie wissen, wie Oden aussieht und ich glaube nicht, dass sie irgendwie in einer gewissen Weise eine Wano-Vergangenheit hatte, deswegen war es eigentlich ziemlich klar, dass es sich hierbei um Kanjuro handeln müsste und Kiku entschuldigt sich dann dafür, dass sie Kanjuro nicht töten konnte. Ashura Doji meint, dass gegen Freunde die Klinge nun mal nicht so scharf sei. Denjiro kämpft gegen den Fake-Oden und die anderen Schwertscheiden wollen Kanjuro finden. Dieser sagt aber mittels des Fake-Odens, dass dies keinen Sinn hat, weil er die Zeichnung aus weiter Ferne steuert, auch wenn ihm das viel Energie kosten würde. Außerdem macht er sich nun dank den Infos von Bao Huang auf den Weg, um Momonosuke zu töten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Der Fake-Oden bzw. die Zeichnung von Kanjuro hat eine Bombe an seinem Körper, wo Ashura Doji dies auch rechtzeitig noch bemerkt und sich mit ihm aus einem Fenster stürzt. Die Bombe ist dann explodiert und man sieht danach von Ashura Doji nur noch eine Silhouette, wo er schwer verbrannt ist und sich nicht mehr bewegen kann und auf dem Boden liegt und die Frage ist jetzt, ist er hier gestorben oder kommt er doch nochmal auf mysteriöse Art und Weise zurück? Er war ja davor schon immens verletzt und generell die roten Schwertscheiden waren eigentlich fast wieder kampfunfähig und hatten jetzt kurze Zeit zum Regenerieren und wenn er jetzt wirklich noch in eine Bombe reingerät, dann sieht es wirklich schlecht aus für Ashura Doji und vielleicht wurde dieser Titel des Kapitels ja auch gewählt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, aber wir wissen ja immer, Oda tötet nicht gerne Charaktere und die meiste Zeit kommen sie auf irgendeine Art und Weise doch wieder zurück, deswegen will ich nur nicht ganz abhaken, dass er hier gestorben ist. Man sieht den neuen roten Schwertscheiden auch wirklich die Verzweiflung im Gesicht an. Kiku ist verzweifelt, Raizo ist außer sich und Kinemon ist wirklich am Ausrasten. Er war ja somit der engste Verbündete von Kanjuro und hat ihm wirklich vertraut und Kanjuro weiß halt alles und deswegen ist dieser Hochverrat für ihn wahrscheinlich am allerschmerzhaftesten. Plötzlich taucht dann aber Jack auf. Er befindet sich draußen und wurde durch die Minks aufgehalten, die ihren König beschützen wollten und wir sehen Inuarashi und er will sich nun um Jack kümmern und bittet die anderen zu gehen. Was ich an dieser Stelle lustig fand ist, dass Jack meinte, dass kein Mondlicht in der Nähe sei, was für die Minks natürlich suboptimal ist, da sie durch den Mond ja ihre absolut starke Zulong-Form bekommen und Inuarashi erwidert Jacks Satz damit, dass hier kein giftiges Gas in der Nähe sei, was natürlich eine Anspielung ist auf den Zoark, wo Jack die Minks ja schon mal angriff mit Hilfe der Giftgaswaffe
Und das war nochmal eine schöne Referenz dazu. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass Sanji eigentlich auch auf dem Weg zur Schatzkammer war. Und vielleicht ist Jack dann Sanjis Gegner oder unterstützt Inuarashi. Und beide haben einen Kampf gegen ihn. Vielleicht wird Inuarashi auch wieder mal besiegt und Sanji kämpft alleine gegen ihn, kommt in letzter Sekunde zur Rettung und bekämpft Jack. Aber ich denke, dieser Kampf wird auf jeden Fall noch spannend werden. Ja, und was soll ich sagen? Orochi lebt. Natürlich lebt Orochi noch. Irgendwie war es abzusehen. Es war eigentlich zu 100% klar. Also wer wirklich dachte, dass Orochi gestorben ist, der hat vielleicht ein bisschen zu naiv gedacht. Orochi ist noch am Leben und er dreht komplett durch. Er legt überall auf Onigashima Feuer, um das Schloss abzufackeln, zusammen mit Kaidos Männern. Fukuro Kujo ist auch bei ihm und schaltet alle Männer von Kaido aus, welche Orochi sehen. Und wahrscheinlich hat Orochi jetzt nicht die Seiten gewechselt. Er ist einfach nur komplett für sich und dreht einfach komplett durch, will alles fertig machen, jeden töten, der dort in die Nähe kommt. Und Orochi dürfte hier eventuell auch noch eine Gefahr sein und irgendwer muss ihn natürlich auch noch aufhalten. Ansonsten gibt es noch eine weitere Szene mit Yamato und Momo und Momo erklärt, dass er sich manchmal in einen Drachen verwandelt, wenn er verängstigt oder traurig ist, aber er kann seine Verwandlung bereits besser kontrollieren. Yamato fragt sich, ob Ruffy okay ist und sagt, dass sie gerne gegen Kaido als Oden kämpfen würde. Und das wäre doch mal wirklich was, wenn Yamato sich jetzt dem Kampf anschließen würde, oben auf Onigashima, und zusammen mit Ruffy und Zoro eventuell gegen Kaido kämpfen würde. Dazu kommen wir gleich noch, denn da gibt es gleich noch eine weitere Anmerkung, die wichtig zu beachten ist. Momo meint dann daraufhin, dass Ruffy geschwächt sei, als Yamato sich fragte, ob Ruffy noch okay ist, aber es geht ihm gut, laut Momo, und Shinobu wundert sich, woher er das weiß. Und das wurde so nebenbei wirklich in diesen Panel reingeworfen, aber ist es eine besondere Fähigkeit? Ist es tatsächlich irgendwie Haki oder ist es die Stimme aller Dinge, die Momonosuke ja wahrscheinlich in sich trägt? Es ist ziemlich fragwürdig und ich wundere mich selbst, was das jetzt genau sein könnte. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu Momos Aussage denkt. Weiter geht es auf dem Dach und wir kommen zu dem Szenario, was wir eigentlich alle am meisten sehen wollten. Und Ruffy versucht dabei immer wieder noch Kaido anzugreifen, wird aber jedes Mal zurückgeworfen. Ruffy meint dann aber, dass Kaido auch nur ein Mensch ist und seine Angriffe daher irgendwann Wirkung zeigen müssen. Zoro warnt ihn aber darauf hin, dass sie lieber einen anderen Weg überlegen sollten und Kid ist anscheinend überrascht, dass Ruffy Kaido noch als Mensch bezeichnen kann, was ich absolut befürworte. Das ist kein Mensch mehr, vor allem Big Mom auch nicht. Das sind keine Menschen, das sind wirklich Monster. Law sagt dann daraufhin was ziemlich Schlaues und zwar ist er der Meinung, dass man einen von beiden loswerden müsste. Zoro stimmt dem zu und Kid merkt noch an, dass beide Seite an Seite zu haben die reinste Hölle sei. Und da habe ich mir jetzt bei gedacht, dass, wenn das schon erwähnt wird, dass wirklich beide Kaiser hier aufgeteilt werden. Und wir haben eine ungerade Zahl auf dem Dach von den Kämpfern her. Wir sind 5 Leute, aber wenn Yamato jetzt wirklich dazukommen würde, dann hätten wir wirklich ein Matchup, was ich sehr spannend fände. Wir hätten ein 3 gegen 3, wenn es aufgeteilt wird. Und ich würde sagen, Ruffy, Zoro und Yamato gegen Kaido würde perfekt passen. Und Kid, Killer und Law gegen Big Mom könnte man auch irgendwie stemmen. Nur stellt sich jetzt die Frage, wie die beiden getrennt werden sollen. Es muss ja irgendeinen Auslöser dafür geben. Und die Kaiser sind nicht dumm. Sie wollen natürlich nicht verlieren. Sie sind sich im Klaren, dass sie hier wahrscheinlich die viel, viel Stärkeren sind. Und es würde keinen Sinn machen, wenn sie sich jetzt trennen würden. Aber irgendwas muss da natürlich geschehen. Dann sehen wir noch eine schöne Doppelseite, wo wir endlich Kaidos Hybridform sehen. Und diese ist ähnlich zu seiner menschlichen Form, aber mit viel mehr Schuppen an den Armen, den Schultern, den Beinen und im Gesicht. Und er hat auch einen Schwanz, Reißzähne und weitere Hörner. Und ich finde, die Hybridform ist eigentlich relativ gelungen. So in etwa habe ich es mir und die meisten wahrscheinlich auch vorgestellt. Es sieht auf jeden Fall brachial aus. Und die Hybridform ist natürlich mehr oder weniger fast das Nonplusultra eines Zoan-Nutzers. Deswegen wird es jetzt noch schwieriger, Kaido irgendwie Schaden zuzufügen oder ihn zu bekämpfen. Ruffy erwähnt dann allerdings, dass er schon viele Male in der Hölle war und dass hier nichts sei. Und das Kapitel endet dann damit, dass Kaido zu sehen ist und er zu Ruffy spricht und er meint, dass Ruffys Geist immer am Leben bleiben wird, ganz gleich was passiert. Und damit endet das Kapitel leider schon. Wir haben hier keinen weiteren Kampf mehr gesehen, aber ich denke, demnächst wird es hier endlich krass zur Sache gehen. Und wie wir Oda kennen, wird wahrscheinlich nächstes Kapitel nicht direkt dieser Kampf völlig losgehen, sondern wir bekommen vielleicht nochmal ein Switch auf andere Parteien hier in diesem Arc. Aber was positiv zu erwähnen ist, ist, dass nächste Woche keine Pause ist, sondern es einfach ganz normal weitergeht. Und ja, an sich würde ich sagen, dass dieses Kapitel sehr, sehr gut war. Viele Fragen wurden geklärt, viele Infos haben wir bekommen
Und vor allem das Ende hat wahrscheinlich nochmal für viel mehr Hype gesorgt. Wir sind in der heißen Phase und wir sollten es genießen, dass One Piece gerade wirklich so, so krass gut ist und uns einer der besten Kämpfe überhaupt bevorsteht. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Kapitel in die Kommentare. Wie findet ihr die Hybridform von Kaido? Wart ihr überrascht, dass Orochi lebt? Und was denkt ihr, könnte im nächsten Kapitel passieren? Denkt ihr, wir bekommen einen Switch auf eine andere Partei oder bleiben wir direkt auf dem Dach und es geht los mit dem Kampf? Wenn euch das Video ansonsten gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kudo, haut rein!